Stehplätze fertig. Im Steigerwaldstadion. Herzlich willkommen zum Sporttalk im Steigerwaldstadion, eine Gemeinschaftsveranstaltung von Thüringer Allgemeine, Salve TV und Thüringen 24. Wenige Tage vor den deutschen Meisterschaften der Leichtathletik wollen wir uns heute dieser Sportart widmen und wir haben dazu prominenten Besuch. Herzlich willkommen, Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler aus Jena. Und wir begrüßen Frank Jacobi ganz herzlich, den Vizepräsidenten des Thüringer Leichtathletikverbandes und Chef des LRC Top Teams. Hallo. Hallo. Herr Röhler, wie weit soll da unten der Speer fliegen? Möglichst weit ist natürlich das Ziel. Wie weit wird sich zeigen am Wettkampftag, wie weit es denn sein muss, um vorne mitzuspielen, um natürlich den deutschen Meistertitel zu verteidigen? Steht die Gefahr eventuell, dass da die Tartanbahn in Mitleidenschaft gezogen wird, dass über den Rasen hinaus der Speer fliegt? Ich nehme an, das ist alles in Ordnung. Das Erfurter Steigerwaldstadion hat, glaube ich, ein normales Fußballfeld, kein kleines Fußballfeld. Und darum ist alles in Ordnung. Als Sie kürzlich den deutschen Rekord geworfen haben, haben Sie fast einen Kameramann getroffen. Wie groß war der Schreck? Der Schreck war im Endeffekt erst am Flughafen später realisiert, weil ich erst dann eine Aufnahme gesehen habe vom Wurf und da war auch sofort dann eingekreist, Leute schaut her, das war ziemlich knapp und erst dann habe ich selber wirklich realisiert, wie nah derjenige da stand. Was mir bewusst war, wir waren ins Stadion hineingekommen und da stand der Kameramann noch bei 90 Metern, der wurde nach dem Einwerfen nochmal nach hinten gesetzt. Das ist das, was mir noch in Erinnerung blieb. Sie sind Olympiasieger, hier finden die deutschen Meisterschaften statt. Was ist denn dann so ein Titel wert im eigenen Land? Ja, das ist ganz, ganz anders in Relation zu setzen. Der Kampf im deutschen Speerwurf, der ist, der brennt. Der ist der Speerwurf, der weltweit die meiste Anerkennung findet. Und das heißt, die deutschen Meisterschaften sind ein sehr, sehr wichtiger Wettkampf für uns. Und ich komme aus einer Serie, seit 2012 habe ich es geschafft, meinen Titel zu verteidigen. Und da ist es natürlich auch Anspruch, dass ich das zu Hause in Erfurt tun möchte. Herr Kubi, ist das Speerwerfen der Höhepunkt der deutschen Meisterschaft, die am 8. und 9. Juli stattfinden, oder ist es einer von vielen Höhepunkten? Es ist einer von vielen Höhepunkten, sicherlich ein ganz besonderer Höhepunkt, weil tatsächlich wir im Speerwurf ein absolutes Weltklassefeld haben. Die deutschen Speerwerfer sind ganz, wirklich ganz toll aufgestellt, der deutsche Speerwurf. Aber wir haben natürlich noch viele andere Höhepunkte bei der deutschen Meisterschaft. Deswegen denke ich, es wird eine ganz tolle Meisterschaft werden. Wie viele Karten sind bisher verkauft für die zwei Tage? Aktuell sind ca. 16.000 Karten verkauft für die zwei Tage. Damit sind wir schon sehr zufrieden. Ein bisschen Luft nach oben ist noch, aber die Haupttribüne ist fast ausverkauft komplett, sodass ich denke, wir kriegen das Stadion voll. Da bin ich sehr guter Dinge und bin auch sicher, dass es eine ganz tolle Wettkämpfe werden mit einem wirklich Erfurter Leichtathletikpublikum. Ist bekannt dafür, dass es fachkundig und auch sehr begeistert ist. Und deswegen denke ich, es wird eine ganz tolle Kulisse werden. Ein volles Stadion würde 20.000 Zuschauer bedeuten oder wie ist da die Maximalkapazität? Das ist jetzt, stellen Sie mir sogar eine gute Frage, wie die neue Maximalkapazität ist, weiß ich gar nicht. Ich glaube aber 20.000 sind es nicht ganz. Mhm. Ja, also ein bisschen schon drunter. Aber guter Dinge, dass Sie das noch den Rest verkaufen. Ja. Wir haben ja auch so ein paar Ecken, wo man keine Zuschauer platzieren kann, weil man einfach keine Sicht auf die Bahn hat. Ja, aber ansonsten, nein, wir werden das Stadion wird voll werden, da bin ich sehr sicher. Wir haben vorhin die Arbeiter gesehen, die neue Tartanbahn auslegen. Sie sind in den letzten Zügen, hat 350.000 Euro gekostet. Wie froh sind Sie denn, dass diese Arena jetzt die neue Bahn hat? Naja, die Frage beantwortet sich ja fast von selbst. Wenn sie nicht hätte, wäre es ja jetzt wirklich eine Katastrophe gewesen. Mhm. Natürlich sind wir sehr, sehr froh, dass wir die neue Bahn haben. Damit können auch die Meisterschaften in einer Top-Qualität stattfinden. Das war natürlich nochmal alles sehr eng gewesen, es war nochmal eine Schrecksekunde für alle Beteiligten, als es dann irgendwie doch darum ging, dass die Bahn ausgetauscht werden muss und der Zeitplan doch sehr eng war. Aber Ende gut, alles gut, sage ich an der Stelle und das Wetter spielt auch mit, insofern klappt das gut. Es geht ja auch um Normen bei den Meisterschaften. Ja. Besteht die Gefahr, dass die Bahn eventuell langsamer ist als die alte? Das ist natürlich immer, wie gesagt, ich habe die Bahn ja noch nicht betreten oder noch keiner betreten, insofern kann man das natürlich schwer einschätzen. Aber die Bahn wird in einer hervorragenden Qualität sein und sie wird auf die Normenerfüllung keinen Einfluss haben, in dem Sinne, dass es dadurch Benachteiligungen gibt. Da können Sie davon ausgehen. Herr Röhler, in Jena gibt es ja jetzt Pläne oder es ist sogar schon genehmigt, dass ein reines Fußballstadion gebaut wird, also die Leichtathletikbahn dort dann wegfällt. In Berlin gab es ja auch solche Gedanken, Olympiastadion, die Bahn verschwinden zu lassen. Steht die Gefahr, dass die Leichtathletik ein bisschen abgehängt wird diesbezüglich?
abgehängt, wodurch und durch wen ist die Frage. Man kann den Sportart nicht an Austragungsstätten festmachen. Das ist mein ganz klarer Standpunkt. Andererseits braucht es die hochqualitativen Austragungsstätten, um neue Talente zu generieren, um den Sport an den Menschen heranzubringen. Die Jena-Diskussion, die besteht schon sehr, sehr lange. Wir haben eigentlich nachgezogen, haben Spezialmeeting veranstaltet, haben Sprintmeeting noch im Stadion, haben da Traditionsveranstaltungen, die auch schon für den Tag X weiterhin geplant sind, wo denn das Stadion umgebaut wird. Wir werden eine neue Anlage bekommen, das steht alles fest. Da wurde viel Arbeit rein investiert, wurde viel gesprochen, viel gemacht, dass die Leichtathletik da ihren Standpunkt behält oder sogar noch ausbaut. Man muss aus der Situation natürlich auch Vorteile ziehen. Olympiastadion Berlin ist eine ganz andere Thematik. Das ist für mich deutsches Kulturgut im Zusammenhang mit der Leichtathletik. Und damit steht für mich da die Diskussion ehrlich gesagt außer Frage. Und das müsste mir schon jemand sehr, sehr gut begründen, warum man da die Leichtathletik aus einem historischen Grund entfernen sollte. Aber die Diskussion gibt es ja, glaube ich, nicht mehr, oder wie ist da jetzt der aktuelle Stand? Ich kenne aktuell den Stand nicht. Vor 2 Wochen hatte ich nochmal das letzte Update, da war es immer noch so ein bisschen vage. Ob es jetzt wieder was Neues gibt, weiß ich nicht. Der Athlet konzentriert sich auf seine Wettkämpfe, der ist der im Endeffekt das zu den Menschen transportieren möchte. Wir sind auf Veranstalter angewiesen und die wiederum sind natürlich auf Land und Staat angewiesen, dass die Anlagen im besten Zustand sind. Wo ist denn in Thüringen die Leichtathletik-Hochburg? Ist sie in Jena? Ist sie in Erfurt? Ist sie in Zeulenroda? Gibt es da so eine ähnliche Konkurrenzsituation wie im Fußball auch? Oder? Ja, die Diskussion wurde lange Zeit von außen hereingetragen. Mittlerweile sehen wir uns, glaube ich, als eine große Leichtathletik-Familie und generieren eine Menge Talente aus den einzelnen Talentleistungszentren. Das heißt, wir haben kleine Vereine, die würden sich selbst nie als Hochburg bezeichnen. Die bringen aber plötzlich Talente in die etwas größeren Zentren, Erfurt, Jena, Zöllenroda. Zöllenroda ist auch ein super Stadion, hat eine gute Veranstaltung. Wiederum kommen die Talente zum Training dann in einen der anderen Zentren. Und da sind einfach die Kompetenzen aufgeteilt. Man muss die Eliten dann auch zusammenziehen. Jena entwickelt sich als der Wurfstandort schlechthin. Erfurt ist anders aufgestellt in der Spezialisierung. Und so sind wir eigentlich eine große, super wettkampffähige Familie, die aus den Zentren herauswächst. Kobi, sehen Sie es ähnlich oder gibt es für Sie ein Zentrum? Nein, natürlich, ich kann das nur unterstreichen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich denke manchmal tatsächlich auch, die Diskussion hat ein bisschen von außen reingetragen, so in der klassischen Sportrivalität Erfurt-Jena, die so ein bisschen auch gepflegt wird. Natürlich wir haben 2 Landesleistungszentren mit Erfurt und Jena, mit auch 2 starken Sportgymnasienstandorten. Und die leben davon, so wie es auch Thomas richtig gesagt hat, dass es Talentleistungszentren gibt. Diese wiederum leben, dass es viele Vereine gibt, wo wirklich hoch engagierte Trainer, Übungsleiter Talente finden, für die Leichtathletik begeistern und tatsächlich auch ranführen. Insofern ist das ein mehrstufiges System, von dem wir alle leben. Und wir haben in den letzten Jahren nochmal mit wirklich starker Konsequenz auch diese Aufteilung zwischen Erfurt und Jena gemacht. Wir haben da tatsächlich Schwerpunkte in Jena, ganz klar der Wurf, in Erfurt der ganze Laufbereich als ein Schwerpunkt zum Beispiel. Und das ergänzt sich hervorragend. Insofern sind wir wirklich eine Thüringer Leichtathletik-Familie. Und auf dem Weg wollen wir auch ganz konsequent weitermachen. Ja, und nur so können wir auch mit diesen, würde ich das wirklich sagen, begrenzten Ressourcen, die wir natürlich auch haben, wirklich auch zukunftsfähig uns weiterentwickeln. Und dann müssen wir auch noch mal einen Blick über Thüringen hinaus machen, auch in den mitteldeutschen Raum. Wir werden auch mit bestimmten Sportarten, bestimmte Disziplinen unserer fantastischen Sportart Leichtathletik, werden wir trotzdem hier nicht entwickeln können, auch in Thüringen. Spreche ich zum Beispiel auch den Mehrkampf an, ja, wo es einfach Hochburgen in Halle zum Beispiel gibt. Oder da müssen wir auch in Mitteldeutschland zusammenarbeiten. Also insofern, glaube ich, sind solche neuen Kooperationsmodelle einfach notwendig und wichtig und müssen wir sehr konsequent weiterentwickeln. Wie ist die Zusammenarbeit bisher, beispielsweise mit Halle oder Leipzig? Gut, würde ich schon mal so sagen. Wir haben zum Beispiel auch Athleten, einer auch direkt aus dem Verein, den ich auch mit betreue, hier in Erfurt, der in Halle trainiert, für Erfurt startet, aber in Halle als Mehrkämpfer trainiert, dort wirklich eine fantastische Ausbildung mitbekommt, aber weiter für unseren Verein startet. Und genauso wird sich's, denke ich, auch in anderen Bereichen entwickeln. Natürlich wird vielleicht auch Mitteldeutschland künftig seine besten Speerwerfer in Jena konzentrieren. Und wir hoffen, dass natürlich mit Teilen des Laufbereiches auch hier für Erfurt. Ja.
Also ich glaube, auch da sind wir auch im Gespräch mit den anderen Verbänden. Das ist ein Prozess, aber ich glaube, da bin überzeugt, da ist auf dem richtigen Weg und den werden wir auch konsequent weitergehen. Am 8. und 9. Juli werden alle Augen hier auf Erfurt gerichtet sein. Herr Röhler, wie viele Freunde und Familienmitglieder werden denn hier live dabei sein und Sie anfeuern? Ja, ich glaube, es ist logisch, dass wenn die deutschen Meisterschaften so nah sind, dass da viel Familie, viel Umfeld, vor allen Dingen auch viele Begleiter der jüngeren Sportzeit, also sprich, ich bin Jena groß geworden, habe dort mit der Sportart begonnen und bin in Jena zum Olympiasieger geworden. Das heißt, es sind viele, viele Leute, die einen begleitet haben auf dem Weg. Und die werden natürlich mit im Stadion sein und das ist ein schönes Gefühl, die Unterstützung von zu Hause damit zu genießen. Nichtsdestotrotz hoffe ich auf ein so volles Stadion, dass ich Sorge habe, alle zu erkennen. Das ist eigentlich die Hoffnung, die man immer hat, dass das Stadion so voll ist, dass man gar nicht auf die Suche gehen kann nach einzelnen Grüppchen, dass eher dieses Gesamtbild dann wirkt. Herr Gubi, inwieweit ist der Thüringer Leichtathletikverband mit einbezogen in die Vorbereitung? Organisator sind ja der Deutsche Leichtathletikverband. Ja, er ist sehr eng eingebunden in dieses Organisationskomitee, ist speziell auch unser Präsident, aber auch unser Veranstaltungsvizepräsident, Herr Hafermann, eng mit eingebunden. Und viele, viele unzählige Helfer hier aus Thüringen, ist ja ganz klar. Es ist am Ende für uns eine deutsche Meisterschaft, die das vierte Mal jetzt in Erfurt ausgetragen wird. Und das geht nur auch mit dem Landesverband zusammen. Ein Großteil der Kampfrichter, ein Großteil der Helfer kommt hier aus Erfurt. Und insofern sind wir natürlich ganz eng mit eingebunden in die ganzen Vorbereitungen, Absprachen, Abstimmungen mit der Stadt, mit allen anderen Partnern. Also das ist tatsächlich auch mit unser Kind. Und der Mängeliste, was noch zu erledigen wäre, was würde da ganz oben stehen derzeit? Ach, das ist jetzt eine schwierige Frage. Wir hätten uns über die ein oder andere tatsächlich Unterstützung aus der Wirtschaft noch etwas stärker gefreut, das sage ich so ganz ehrlich. Das haben wir uns tatsächlich, darf ich auch so ganz offen sagen, da haben wir uns das ein bisschen einfacher vorgestellt. Vielleicht war das auch ganz ein bisschen naiv, aber da haben wir tatsächlich, das wäre was, wo ich so das Einzige nicht ganz glücklich bin. Aber es trotzdem, will ich auch klar sagen, es engagieren sich sehr viele hier auch, um diese Meisterschaft überhaupt zu unterstützen, auch dass wir es durchführen können, auch finanziell. Aber das ist nicht einfach, das muss man wirklich sagen. Und da merkt man auch den Unterschied zu den Vorjahren, das ist auch nicht einfacher geworden. Als Magnet spielt ja Thomas Röhler eine entscheidende Rolle für diese Meisterschaften. Also das Gesicht nicht nur der Thüringer Leichtathletik, sondern der deutschen Leichtathletik. Sie haben jetzt mal eine Chance, als Erfurter in Jena zu loben, eine Lobeshymne zu singen. Das wäre im Fußball ja fast undenkbar, sowas. Ja, die Lobeshymne auf Thomas wäre ja von mir, da weiß ich mal gar nicht, wo man anfangen soll. Ich glaube, ich würde bei einer anderen Stelle anfangen. Seine sportlichen Leistungen, Erfolge, die sprechen für sich. Also da brauche ich, das braucht man nichts weiter zu erläutern und da braucht man auch nichts weiter zu betonen. Er ist da eben, wie man ja sprichwörtlich sagt, im Olymp wirklich angekommen und das mit sehr harter Arbeit. Ich glaube aber, was Thomas tatsächlich auszeichnet und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass es ihn gibt und dass er auch hier in Thüringen verblieben ist, denn ich glaube, er hat bestimmt sehr viele attraktive Angebote gehabt, die ihn hätten auch andere Wege eröffnet. Thomas ist ein Vorbild und Thomas ist eine ganz ausgezeichnete Persönlichkeit, die mit der ganzen Art, mit der ganzen auch eine, der ist ein Magnet für viele Athleten. Und ich baue auf ihn, ich sage aber auch noch, nenne noch einen zweiten Athleten, der auch ein Stück Gesicht mit der deutschen Leichtathletik ist und hier in Erfurt beheimatet ist, Julian Reuß. Wir haben dort zwei absolute Top-Athleten, die in ihrer Art die Leichtathletik ganz wesentlich prägen und damit auch für Thüringen absolut wertvoll sind. Und das ist, glaube ich, das, wofür ich Thomas, aber auch Julian, ich will das wirklich in einem Atemzug nennen, nicht um jetzt noch einen Erfurter Athleten, sondern weil es wirklich so ist, man sieht es auch in den EM-Werbefilmen, wo beide ganz fest mit verankert sind. Das sind aktuell sehr, sehr attraktive Gesichter der Leichtathletik und die haben eine unwahrscheinliche Wirkung auf die jungen Leute, ja, und auch mit ihren Strukturüberlegungen. Da wachsen Leute heran, die diesem Verband gut tun und das bin ich sehr dankbar, Thomas, aber auch Julian. Seit dem Olympiasieg, Herr Röhler, was hat sich da persönlich für Sie verändert? Ja, ganz persönlich ist es schon eine sehr, sehr spannende Phase in meinem Leben gewesen, direkt die Phase nach dem Olympiasieg, aber auch das, was jetzt kam. Neue Herausforderungen. Man kann glücklich sein, wenn man vorher schon ein bisschen Zeitmanagement geübt hat. Das sollte man können, sobald man Olympiasieger wird, als Tipp an alle jungen Talente. Es kommen mehr Aufgaben auf einen zu, aber auch sehr, sehr schöne, sehr, sehr spannende Aufgaben, denen man sich aber
in der Erfüllung auch bewusst sein muss. Das ist einmal, was angesprochen wurde, diese Leitbildrolle für eine gesamte Sportart einzunehmen. Das ist natürlich eine Rolle, die eine ganze Menge Verantwortung auch mit sich trägt. Es geht dabei um die Entwicklung der Sportart. Also das ist die Sportart in Deutschland und die wird dann an einzelne Personen verknüpft. Und als einer der zwei Olympiasieger ist es natürlich ganz logisch, dass man einer derer ist. Andererseits, ganz persönlich, hat sich nicht viel getan. Im negativen oder positiven Sinn ist es immer noch derselbe Sportler, der vor Ihnen sitzt heute. Die Trainingsstrukturen sind immer noch ähnlich geworden. Natürlich entwickeln sich Dinge als Olympiasieger ein bisschen einfacher vorwärts. Wir sind wirklich am Ausbau des Jener Wurfzentrums, Jener Javelin-Team. Das sind Geschichten, die entwickeln sich natürlich im Sog des Olympiasiegs wesentlich schneller und wesentlich einfacher. Aber nichtsdestotrotz bin ich immer noch zweimal in der Woche, zweimal am Tag in der Halle am Trainieren. Und die sportlichen Aufgaben, bin junger Athlet mit vielen, vielen sportlichen Zielen noch. Das heißt, dass all diese Nebenschauplätze wirklich gut koordiniert sein müssen mit all den sportlichen Zielen. Sie haben ja nach dem Olympiasieg auch viele andere Verpflichtungen gehabt, viele Persönlichkeiten, prominente Persönlichkeiten, die Sie getroffen haben. Bundespräsident erinnere ich mich, Bundestrainer Jogi Löw. Welche Erinnerung ist Ihnen denn am meisten so hängen geblieben, in Erinnerung? Das ist schwer zu differenzieren. Häufig sind es ganz kleine Momente, wenn man vielleicht seine erste Grundschule besucht hat. Das sind so Momente, das sind so olympische Momente zu Hause, die man mit nach Hause bringen kann, die man mit anderen teilen kann. Ein silbernes Lorbeerblatt zu bekommen, ist natürlich eine ganz, ganz hohe Auszeichnung, die man ganz anders wieder wertschätzt. Also das wäre jetzt eigentlich unfair, an der Stelle jemanden herauszustreichen, der da irgendwie das besonderste Treffen für mich organisiert hat. Hat sich die Goldmedaille auch finanziell gelohnt? Es wäre gelogen, wenn ich jetzt Nein sagen würde. Aber gibt es da trotzdem manchmal so einen neidischen Blick auf Fußballer, auf Basketballer, die keine Olympiasieger sind, die in irgendwelchen niederen Klassen spielen, aber trotzdem ja, mindestens so viel, vielleicht manchmal sogar noch mehr verdienen? Oder muss man sich den Neid abgewöhnen? Ja, ich glaube, der Neid ist der Beginn vom Ende. Man muss eher analysieren, was die richtig machen, die Sportarten. Man muss eher schauen, warum ist dort so ein hohes finanzielles Potenzial da und warum ist es in unserer Sportart vielleicht nicht da. Und der finanzielle Mehrnutzen aus der Olympiamedaille, der ist nicht selbst erklärend, der funktioniert auch nicht von selber. Das heißt, nur vom Gewinn passiert noch lange nichts. Es sind die kleinen Dinge, die man selber tun muss oder auch der große Aufwand, den man lange Zeit vorher betreiben muss. Man muss Marketing betreiben. Man muss die Sportart selber erstmal bekannt machen. Wir waren lange Zeit gar nicht bekannt. Aber durch einen Olympiasieg, durch super Teamleistungen auch, durch Hilfe des Standortes, ist es möglich, Reichweite zu erzielen mit einer Sportart, die lange Zeit nicht mehr so viel Beachtung gefunden hat. Und jetzt sind wir in einer komfortablen Situation, dass die Menschen zuhören, dass die Medien sehr interessiert sind. Und so sind auch die Wirtschaftsunternehmen wieder interessiert. Und dann schaue ich auch gerne mal auf den Fußball, was die vielleicht noch besser machen wie wir. Aber Fakt ist, es spielen einfach viel mehr Menschen Fußball, als das Leichtathletik betreiben. Und da ist es logisch, dass die finanzielle Stärke da größer ist. Aber ich bin wirklich der Letzte, der da neidisch oder argwöhnisch drauf blickt. Natürlich könnte man jetzt die einzelne Leistung in Relation setzen. Und da kenne ich genug Normalbürger, die zu mir sagen, hey, du würdest wesentlich mehr verdienen. Ja, würde ich sicherlich, wenn man jetzt die einzelne Leistung gegeneinander aufwirkt. Aber was bewirkt man mit der Leistung? Wie viele Menschen interessieren sich dafür, dass ich gewinne? Wie viele Menschen interessieren sich dafür, dass es rund ins Eckige geflogen ist, wer auch immer es war? Und das ist, glaube ich, die Frage, die man sich eher stellen muss. Ja gut, was müsste aus Ihrer Sicht getan werden, damit die Leichtathletik als Kernsportart mehr wahrgenommen wird und auch eventuell honoriert wird? Naja, sie wird ja schon wahrgenommen. Ich will das erst mal sagen. Wir haben, Thomas hat an einer Stelle recht. Natürlich müssen wir immer, und ich glaube, das ist auch das, was immer für die Basis für Erfolg ist, wir sollen nicht gucken, warum die anderen alle, die sind besser und dann neidisch sein, sondern wir müssen bei uns anfangen. Wir müssen bei uns schauen, was können wir besser machen. Ich glaube, was tatsächlich unsere Leichtathletik als erstes anfangen muss und da arbeiten, das haben wir erkannt und auf dem Weg haben wir uns begeben und alle gemeinsam, dass wir wirklich das, was wir vorhin auch schon mal angesprochen haben, dass wir als Mannschaft arbeiten, dass wir am Ende auch als Thüringer Leichtathleten miteinander gemeinsam diese Sportart nach vorne bringen und nicht gegeneinander. Das gab auch mal Zeiten, da war so ein gewisses Gegeneinander schon auch charakteristisch für die Leichtathletik. Die sind vorbei und das ist gut so.
Und es entwickelt sich tatsächlich viel. Und das sieht man auch, dass die Sportart, das ist ja, da ist nicht auf einmal ein Schalter umgelegt. Aber nehmen Sie mal solche Beispiele wie vor 14 Tagen das Sperrwurf-Meeting als Spezialmeeting. Am Ende ja ein junges Meeting, zweite Auflage. Aber mit einer doch schon unwahrscheinlichen Resonanz, ein Weltklassefeld, muss man sagen, und eine tolle Resonanz. Wir haben in den Hallenmeetings jetzt das Erfurt Indoor wieder am Start mit ausverkauften Hallen. Wir hatten vorige Woche am Samstag das Weitsprung-Meeting der Weltklasse in Bad Langensalza. Auch ein Top-Meeting. Das sind alles in Thüringen stattfindende Spezialmeeting im Kleinen. Aber die machen auch diese Sportart zum Anfassen, die machen die attraktiv. Und da ist schon in den letzten Jahren sehr, sehr viel passiert. Und ich glaube, genau diesen Weg müssen wir konsequent weitergehen. Wir müssen über diese auch attraktiven Veranstaltungen Leute, junge Menschen begeistern, sich in der Leichtathletik einzubringen. Als Athleten, aber auch als ehrenamtliche Betreuer, Begleiter, bis hin vielleicht auch den Weg zu einem Übungsleiter zu finden und zu gehen, sodass wir dort diese unsere schöne, wunderschöne Sportart wirklich weiterentwickeln können. Ich glaube, dieser kleine Weg ist der richtige. Und dann werden wir auch attraktiv für Partner. Ja, ich merke das ja auch in den Meetings, dass schon mit ausverkauften Seelen auch wirklich wieder für die Wirtschaft interessanter werden. Und damit, ich glaube, dieser Weg ist richtig. Das ist aber ein mühseliger, das geht Schritt für Schritt. Aber wir haben ihn angefangen und ich glaube, wir werden den konsequent weiter bestreiten. Und das ist, so sehe ich auf jeden Fall unser Rezept für die Zukunft. Herr Jakobi hat es gerade angesprochen, das Sperrwurf-Meeting in Jena, was Sie selbst organisieren, gehört diesen Spezialmeetings vielleicht sogar ein Stück Zukunft? Steigt da das Interesse spürbar? Merken Sie das? Ja, in jedem Fall gibt es den Hang, dass Spezialmeetings interessanter wirken erstmal und dass die Fans sich einfacher greifen lassen. Ziel ist es nicht die, klar, wir wollen auch den beständigen Leichtathletik-Fan, der schon seit Jahren die Leichtathletik verfolgt, ansprechen. Aber unser ganz klares Ziel war es, neue Fans zu gewinnen, die Sportart ein bisschen frischer darzustellen, mehr von den Charakteren zu präsentieren, mehr hinter den Athleten zu blicken. Eigentlich ähnlich, wie sich die Medienlandschaft auch entwickelt. Ein bisschen mehr Charakter, ein bisschen mehr Action vielleicht auch. Und genau den Weg sind wir gegangen und sind damit genau richtig gefahren. Wir konnten unsere Zuschauerzahlen verdoppeln. Die Oberaue war knackevoll. Wir mussten im Endeffekt die Tickets sogar limitieren. Mhm. Und genau so funktioniert der Strudel. Somit sind wir spannend und interessant. Und schon in diesem Jahr hatten wir wirklich super Unternehmen an der Hand, die uns geholfen haben, vielleicht noch einen Mehrwert sogar zu generieren für unsere Zuschauer, und die kommen gerne alle wieder. Wir hatten super Feedback. Natürlich steckt eine Menge Arbeit dahinter, eine Menge ehrenamtliche Arbeit, um die das Meeting überhaupt ermöglicht hat. Ohne Team geht das alles nicht. Wir sind kein durchprofessionalisierter Sport, auch wenn wir das uns erträumen und gerne wünschen, aber der Weg dahin ist ein langer. Es fällt immer wieder auf, dass die Sperrwerfer eine intakte Familie sind, dass da keiner dem anderen etwas neidet. Woher rührt das? Sie fahren ja auch selbst öfters mal nach Finnland oder so, um sich da eventuell was abzuschauen. Ich glaube, wir sind ein freundliches, aber sehr ehrgeiziges Völkchen und wir sind auf der Suche nach Höchstleistung. Wer international die Höchstleistung erzielt, ist immer der Beste, und das akzeptiert auch jeder Sperrwerfer. Unsere Sportart lebt von der reinen Objektivität. Es wird am Ende gemessen, ob es ein Maßband ist oder ob es elektronisch ist. Aber am Ende steht da eine Weite und der hat gewonnen. Unsere Wettkämpfe sind wenig zugangsbeschränkt. Das heißt, jeder weltweit, wir haben so den aktuell wirklich einen Boom weltweit, dass immer mehr Nationen immer besser werden. Das heißt, wir haben über 50 Werfer aktuell, glaube ich, schon weltweit, die über 80 Meter geworfen haben in diesem Jahr. Die kommen aber auch schon aus, ich glaube, 24 oder 25 verschiedenen Nationen. Und das zeigt, wie international unsere Sportart aktuell ist. Und das ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Da sind wir auch den sozialen Medien dankbar. Irgendwie zieht unsere Sportart dort, das funktioniert sehr gut. Und das ist natürlich auch gut für die Leistung im Endeffekt. Wir sehen es in Deutschland, die Leistungen entwickeln sich super. Das liegt aber wirklich an der Akzeptanz der Top-Leistung innerhalb der Athleten, und jeder will diese Top-Leistung erreichen. Im Anlauf steht eh jeder selber, da gibt es keine Feindeinwirkung. Und es hat auch jeder 6 Versuche, wenn er sich nur ausreichend angestrengt hat und in den ersten 3 Versuchen schon eine gute Leistung gebracht hat. Und das ist ein super fairer, wenn auch ehrgeiziger Sport, glaube ich. Erklären Sie mir bitte das Geheimnis des Speerwerfens. Ich meine, diese Oberarme sind mehr als bei mir und bei Marco, aber sie sind jetzt nicht so wuchtig, dass man sich das vielleicht vorstellt. Sie haben ja irgendwie gesagt, es passiert 80% unterhalb des Oberkörpers. Ja?
Ganz genau. Die Arme sind eigentlich wirklich nur das Katapult. Die sind das Zielrohr, das Zielfernrohr. Das ist ja, der Arm der Präzision, wird es auch gern vielleicht bezeichnet. Und die Kraft kommt vom Unterbau. Das heißt, wir sind rein physikalisch determiniert. Wir laufen so schnell wie möglich an, bremsen das in einem Bruchteil einer Sekunde ab und müssen dann den Impuls, der entsteht, in den Speer übertragen. Und das ist es, was das Speerwerfen ausmacht. Dieses Reagieren und Agieren innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde, technische Abläufe auszuführen, das alles richtig zu machen, dass im Endeffekt das Wurfgerät auch fliegt. Das ist so der Trick. So einfach. Klingt nicht so einfach. Der Weltrekord mit dem neuen Speer von Jan Železny liegt bei 98,48. Sind die 100 Meter möglich? Die sind möglich, ja. Es klingt eigentlich wie ein rein psychologischer Trick, um Barrieren frei zu machen. A, ja, ist es auch, stimme ich sofort zu, aber B, ist es möglich, genau aus dieser physikalischen Sache begründet. Wenn wir nur das Zeitfenster einen kleinen Tick noch weiter zuschieben und noch schneller sind im Ausführen der Technik, dann fliegt der Speer weiter. Und dafür muss man trainieren. Zum Training gehört ja auch eine Methode, Streichholz werfen. Herr Kubi, Thomas Röhler wirft mit dem Streichholz 32 Meter. Haben Sie es schon mal versucht? Also ich weiß erstmal, dass er das tatsächlich so weit wirft, das Streichholz. Ich gebe zu, ich habe es schon mal versucht, aber ich würde jetzt über die Erfolge darüber nicht groß berichten, weil sie sind vernachlässigbar. Ach, Sie waren ja auch mal Leichtathlet gewesen. Ich war auch mal Leichtathlet. Gab es da irgendwelche auch besonderen Trainingsmethoden? Ja, besonders mit Trainingsmethoden ist halt disziplinspezifisch ganz klar. Ich war lange Zeit Weitspringer und logischerweise, das hat auch seine spezifischen Trainingsmethoden, der Weitsprung. Und, ja. Okay. Der Rekord im Streichholzwerfen, den hält Uwe Hohn, auch ein Mann, der sich in die Ewigkeit geworfen hat mit dem alten Speer. Ist denn diese 34 Meter, glaube ich, die er damals geworfen hat, sind die für Sie ein reizvolles Ziel? Ja, das Streichholz wird gern thematisiert. Es ist im Endeffekt für uns Speerwerfer wirklich Ausdruck der Schnelligkeit und der kompletten technischen Präzision, weil eine ganze Menge Gefühl erforderlich ist, um dieses gefühlt nichts wiegende Streichholz weit zu werfen. Andererseits ist Uwe Hohn auch allgegenwärtig. Aktuell ist er im Trainingslager für über 2 Monate in Jena. Das heißt, da gibt es auch den Austausch und wir wissen voneinander. Ich glaube, man blickt eher auf seine Speerwurferfolge. Hatten Sie da den perfekten Wurf schon für sich selbst? War es dieser deutsche Rekord? Es wäre schlimm, wenn das gewesen wäre. Dann würde ich heute nicht hier als aktiver Sportler sitzen. Dann hätten Sie aufgehört? Ja, wahrscheinlich, ja. Dieser perfekte Wurf ist das, was mich antreibt. Mhm. Und das ist das Ziel, was ich ehrlich gesagt nie erreichen möchte. Das ist das, woranach man strebt, was man aber echt nicht erreichen möchte, um einfach immer wieder angetrieben zu sein, Dinge besser zu machen. Eigentlich ist es das totale Perfektionisten-Dasein, Sportler einer technischen Disziplin zu sein. Aber die Individualität bringt es einfach mit sich, dass man sehr, sehr viel Zeit investieren kann, aber immer nur ganz kleines Stückchen vorankommt. Herr Jakobi, Sie sind ja auch hier als Chef des LRC Top Teams. Wie qualifiziert man sich für diese Position, für diese Rolle? Als Mitglied im Top Team. Ja. Klar, das legen wir. Wir haben eigene Kriterien festgelegt. Für uns ist aktuell sind die Kriterien im Wesentlichen 3. Du bist Bundeskader, du hast eine Medaille bei deutschen Meisterschaften errungen oder du bist Teilnehmer an internationalen Wettkampfhöhepunkten, also Welt-Europameisterschaften. Wenn du eins von diesen 3 Kriterien erfüllst, hast du die objektive Möglichkeit, bei uns ins Top-Team zu kommen. Das sind die Kriterien. Wie sind Sie mit der Entwicklung in den ersten 2 Jahren jetzt zufrieden? Ich bin tatsächlich, sie ist planmäßig. Am Ende geht es ja auch bei uns, wir wollen natürlich auch dort möglichst eine optimale Struktur schaffen, nicht die perfekte, die schaffen ja auch eine optimale, insofern sind wir dort im Plan. Wir haben dort doch schon geschafft, dass wir aus meiner Sicht schon auch sehr, sehr gute Unterstützung von verschiedensten Wirtschaftsunternehmen dort mit unserer neuen Idee bekommen konnten. Wir haben aktuell 18 Athleten bei uns im Top-Team, derzeit 6 Normerfüller für die internationalen Wettkampfhöhepunkte. Das ist, glaube ich, schon eine gute Quote.
Wir sind ganz stolz, auch das erste Mal wieder im Männerbereich mit Team Stegemann bei der Team-EM auch jemanden im Hindernislauf dabei zu haben. Auch dort Karl Junghans, der im Gehen, 50 Kilometer Gehen, dort auch eine Erfurter Tradition eigentlich mittlerweile fast wieder aufgreift von Hartwig Gauder, der dort auch die Weltmeisterschaftsnorm gegangen ist. Also da sind wir schon junge Athleten, die sich dort wirklich ganz toll entwickelt haben. Insofern sind wir da sehr zufrieden aktuell. Aber wir sind natürlich auch noch nicht dort, wo wir hin möchten. Wäre es nicht sinnvoll, nicht nur ein Top-Team für Erfurt zu gründen, sondern ein Top-Team für ganz Thüringen auf die Beine zu stellen? Ja, das hatte ich ja gerade gesagt. Wir wollen natürlich Strukturen optimieren. Aber es legt kein Frank Jacobi oder kein Vorstand oder kein Präsidium fest, wie sich Strukturen entwickeln, sondern das muss ich tatsächlich annähern. Ich würde mir persönlich und ich wünsche mir persönlich von ganzem Herzen eigentlich, dass wir mal ein Top-Team Thüringen haben. Ich glaube, der Weg dorthin ist auch richtig. Weil wir hatten es ja vorhin auch eingangs gesagt, dass wir uns wirklich auch arbeitsteilig aufstellen, Erfurt-Jena. Und das ist auch die Voraussetzung, dass man am Ende vielleicht mal in ein Top-Team Thüringen enden kann. Das wäre toll, weil daran sollte man sicherlich weiterarbeiten. Aktuell haben wir erstmal für Erfurt diesen Weg bestritten. Ich weiß, in Jena gibt es ja genau ähnliche Wege und vielleicht führen die mal zusammen. Ich würde mich freuen und wir arbeiten auch dran und genau das ist eigentlich das Ziel. Aber ich wollte immer das, was machbar ist. Für Erfurt konnten wir es jetzt stemmen für uns. Aber wir machen das in Gemeinsamkeit und wie gesagt, wir bestehen im Wesentlichen aus Läufern und Sprintern. Insofern auch dort sieht man ja schon die Abgrenzung zu Jena. Ja. Ist aber insgesamt nicht so, dass der riesige Erfolg von Thomas, die guten Leistungen von Julian trotzdem ein bisschen was überdecken an Schwächen auch in der Thüringer Leichtathletik. Also ist sie am Boden, rabbelt sie sich gerade auf, sprüht sie vor Elan? Also wie würden Sie derzeit den Zustand bezeichnen? Das ist tatsächlich, erstens habe ich die Frage erwartet so ein bisschen. Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, was man auf so eine Frage antworten könnte, weil ich selbst noch gar nicht genau weiß, wie ich es beantworten würde. Ich habe eben gesagt, dass wir sehr stolz sind auf das, was wir aktuell auch wirklich aufbieten können in Thüringen. Das muss man wirklich sagen. Aber dann, wenn man zum Beispiel eine Thüringer Landesmeisterschaft sich in bestimmten Altersklassen anschaut, letztes Wochenende, dann müssen wir schon feststellen, wir haben auch wirklich schmale Starterfelder. Dünne Starterfelder. Wir haben auch dort Probleme, Nachwuchsprobleme. Ich kann auch immer so eine Kennziffer, es ist immer nur eine Kennziffer, aber die Delegierung an die Sportgymnasien, die ja hervorragende Einrichtungen sind, ich will das hier nochmal sagen, die wir hier als Möglichkeit haben, die sind dieses Jahr so gering wie lange nicht. Aber ich brauche natürlich, um Leistungssport zu entwickeln, um auch Spitzenathleten zu entwickeln, brauche ich natürlich eine gewisse Bandbreite, aus der ich auch schöpfen kann. Und wenn dort nicht mehr ausreichend Athleten zur Verfügung stehen, wird es natürlich auch ganz schwer für die Zukunft Athleten erfolgreich zu entwickeln. Insofern haben wir eine Riesenverantwortung als Verband selbst, weil das können wir nur selber lösen. Wir als Verband selbst müssen genau diese Probleme in den Griff bekommen. Deswegen haben wir auch einen Schwerpunkt gesetzt mit einer Sichtungstrainerstelle, die natürlich auch noch wirksamer werden muss, aber es ist nicht alleine, das ist ja nur ein Netzwerk, was dahinter steht. Und das wird eine unserer Kernaufgaben der nächsten Jahre sein, dass wir wirklich die Nachwuchsarbeit dort intensivieren, damit wir auch in Zukunft noch stark aufgestellt sind. Weil ansonsten überdecken die jetzigen Erfolge tatsächlich die Probleme, die wir morgen haben werden. Aber wir sind so ehrlich und sagen, ja, wir haben aktuell schon Herausforderungen, ich nenne es mal so, für die Zukunft, denen wir uns wirklich überstellen müssen. Ja, und das sehe ich vor allem in der Gewinnung wirklich von jungen Trainern. Ich kann da noch ein praktisches Beispiel sagen. Wir haben eine Trainerstelle ausgeschrieben im Sprint für Jena. Da haben wir zwei Bewerbungen, die danach beide abgesagt haben. Ich finde keine Trainer deutschlandweit. Wegen des Geldes? Oder? Nein, das ist schwierig. Der Trainerberuf ist natürlich ein anspruchsvoller Beruf. Er ist tatsächlich auch schlechter bezahlt als ein Lehrerberuf. Er ist natürlich unter einem starken Erfolgsdruck, muss man auch sagen. Für viele auch erstmal nur zeitlich befristet, ja, sodass man immer dort. Und das ist auch da ist es nicht einfach, Menschen zu finden, die sich dieser Herausforderung stellen. Und wir haben natürlich auch einen hohen Anspruch an die sich so einen Beruf stellen.
Und das sind also die Probleme, mit denen wir tagtäglich kämpfen. Ja, und da werden wir daran gemessen werden, wie wir die richtigen Antworten finden. Und das geht aber auch wirklich nur in Gemeinsamkeit. Da findet nicht einer die Antwort. Wie kann man beispielsweise so einen Trainerberuf dann attraktiver machen, nur mit Geld, nur mit weiteren Vergütungen? Oder was muss ich vielleicht noch ändern? Ja, das ist eine spannende, ist eine schwierige Frage, vor allem auch eine spannende Frage. Der Trainerberuf, glaube ich, für mich muss, ich würde wirklich sagen, der muss eigentlich so an den Lehrerberuf fast gleichgesetzt werden. Es ist ein erzieherischer Anteil drin, es ist auch ein hohes Fachwissen notwendig. Es ist ein Riesenengagement notwendig, weil fast jedes Wochenende drauf geht. Das sind Trainingslager. Also da wird wirklich viel verlangt. Also insofern muss er natürlich erstmal auch im Stellenwert wirklich ja, am Ende hochgesetzt werden. Das ist meine felsenfeste Überzeugung. Aber Geld regelt noch nicht alles. Ich glaube auch tatsächlich, dass wir, für viele Trainer ist es auch wichtig, dass wir wirklich ihnen auch die langfristige Perspektiven bieten. Ja, wenn du heute so einen Trainerberuf machst und hast einen 2 Jahre befristeten Arbeitsvertrag, dann fängst du spätestens schon innerlich nach einem halben Jahr an, dich nach was anderem umzuschauen, wenn sich eine Gelegenheit ergibt. Ja, so, und du sagst, oh, jetzt ist was Besseres, hier habe ich vielleicht einen 5-Jahres-Vertrag, und auf einmal bin ich weg. Ja, so, und, also wir müssen schon versuchen, hier Trainernachwuchs systematisch zu entwickeln. Und das ist extrem schwer und die Rahmenbedingungen sind natürlich dafür auch sehr schwer. Da sind wir alle gefordert, wir als Verbände. Da haben die Vereine wahrscheinlich am wenigsten Einflussmöglichkeit, aber auch Landessportbund und auch die öffentliche Hand ist dort wesentlich mit gefordert. Ja. Und bei der Nachwuchsgewinnung ist wahrscheinlich die Sichtung das A und O. Ja, die Sichtung und am Ende die Möglichkeit, über solche auch Top-Leistungen, Top-Athleten, wie wir sie vorhin schon drüber gesprochen haben, wirklich auch für die Sportler zu begeistern, aber auch mal andere Wege zu gehen. Der Thomas hat das mal schön beschrieben, der Zugang zu so einer Sportart, der kann eigentlich auch mal anders sein. Den kannst du auch von ganz anderen Seiten machen. Vielleicht kann man das sogar auch mal über Computerspiele erstmal für die Leichtathletik begeistern und dann sagen, so jetzt machen wir das mal in echt. Ja, das sind so Ideen, die tatsächlich, also man muss auch ein bisschen dort sich moderner aufstellen. Wir arbeiten da gerade die verschiedenen auch und diskutieren die verschiedenen Ansätze, um dort wirklich auch für diese Sportart Interesse zu wecken. Insofern ist auch so eine deutsche Meisterschaft für uns wichtig, weil die Leichtathletik steht mal befristet auf jeden Fall sehr stark im öffentlichen Fokus. Das ist sehr gut, das ist für uns wichtig, weil das ist für mich eigentlich das Wertvollste an so einer Meisterschaft, dass wir eben auch wie heute über sowas reden, ja? Dass die Leichtathletik tatsächlich auch mal mit ihren Herausforderungen und mit ihren schönen Seiten, aber auch mit ihren vielleicht auch noch Problemen einfach mal im Fokus steht. Ja? Das hilft. Herr Roller, beschreiben Sie doch mal Ihre Ideen, wie die Leichtathletik für die Kinder anziehend wirkt. Ja, ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Und in Jena haben wir zum Beispiel, ich fand es gerade angenehm zu hören, dass der Schnittpunkt Trainer dann mit genannt wurde, weil ich sehe die Talente gar nicht als mangelnd, weil wir haben im Altersbereich 3- bis 6-Jährige so enormen Zulauf in Jena, dass es wirklich eher am Personal mangelt, was wirklich die professionelle Betreuung übernehmen kann. Und dann ist natürlich der Schritt in die Schulen, in die weitergehenden Formen, dann wird es ein bisschen ernsthafter im Sport. Dann werden aber auch die Trainerherausforderungen wesentlich spannender. Dann kann mit den Athleten viel intensiver gearbeitet werden. Die Talente, die fordern, die wollen immer mehr. Und wenn sich bei uns jemand mit dem Training beschwert, dann ist es meistens nicht, weil es zu anstrengend ist, sondern weil die Talente sogar aktuell sehr leistungsbereit sind. Die wollen viel leisten, die sehen Trainingsprogramme, CrossFit und moderne Dinge. Und da müssen wir uns als Leichtathletik auch einfach öffnen und sagen, ja, wir bieten hier nicht nur den sturen Wettkampfsport an, der gemessen wird. Wir führen dich an spannende Trainingsmethoden ran und du bist dann einfach der fitteste Athlet der Welt eines Tages. Und die Sportart nennt sich nun mal Leichtathletik. Das ist die Grundbewegungsform der Menschheit. Das sind die fittesten Sportler, die Zehnkämpfer beispielsweise. Das sind einfach bewiesene Fakten. Und wenn das die jungen Talente früh verstehen, dann finden die das richtig klasse. Und dann müssen wir die abfangende Struktur eigentlich nur noch sein, die hegt und pflegt und dann funktioniert die gesamte Geschichte. Anderer Schnittpunkt, der für meines Erachtens sehr wichtig ist, ist dieser Übergang Schule, Abitur, Ausbildung, was mache ich danach? Weil das ist in der Leichtathletik häufig eine Investition ins Ungewisse. War für mich dieselbe Frage, war sehr guter Abiturient, ich hätte totale Normalbürger werden können, ich wäre vielleicht gerne Arzt geworden oder physikalischer Entwickler oder sonst irgendwas.
habe mich aber für den Sport entschieden. Und diese 50-50-Spagatsentscheidung, die muss man irgendwie ein bisschen weicher gestalten, dass die Sportler, dass die Eltern beruhigt sind, dass sie wissen, ja, wir haben Ausbildungssysteme, die greifen. Natürlich ist es ein deutschlandweite Herausforderung, aber wenn wir da eine super Thüringer Lösung finden, fühlen sich die Sportler natürlich auch sehr, sehr wohl. Und man darf nicht vergessen, dass sich auch die Eltern wohlfühlen müssen. Häufiger ist die Elternbetreuung im Talentbereich wichtiger wie die Athletenbetreuung, weil die Athleten sind happy, aber die Eltern machen sich Sorgen, was ist denn neben dem Sport? Und mir war immer die Ausbildung sehr, sehr wichtig, das Studium wichtig. Und nur weil das gut funktioniert hat, war ich dann so entspannt und frei, Risiken im Sport einzugehen, die sich im Endeffekt dann auch ausgezahlt haben. Herr Kobi, reichen die Strukturen in Thüringen aus für Erfolg? Ist die Unterstützung seitens des Landessportbundes ausreichend? Ja, ist natürlich, erstmal muss man klar sagen, unser Sportart, Thomas ist ja das Beispiel, man kann unser Sportart erfolgreich sein, auch in Thüringen und auch mit den Thüringer Strukturen. Mehr geht immer, das muss man auch so klar sagen. Das glaube ich, das wird aber jede Sportart sagen. Das ist nicht nur für die Leichtathleten, das ist für jede Sportart so, dass man dort der Meinung ist, da könnte noch ein bisschen draufgelegt werden. Ich habe vorhin eins beschrieben und da würde ich gerne nochmal zurückkommen. Wenn wir uns jetzt auf bestimmte Schwerpunkte nur setzen und nicht mehr alle Disziplingruppen der Leichtathletik in Erfurt und in Jena parallel entwickeln, sondern sagen, schwerpunktmäßig in Erfurt das, in Jena das und manche gar nicht mehr, sondern die machen wir dann in Halle oder im Mitteldeutschen Leistungssportverbund, ist das genau dem Rechnung tragen. Natürlich würden wir gerne alles entwickeln, ja, aber wir können mit den zur Verfügung stehenden Kapazitäten einfach nur in einer vernünftigen Qualität ausgewählte Sachen entwickeln. Und diese Ehrlichkeit, die gehört dazu und die gehört natürlich dann bei allen dazu. Da muss die öffentliche Hand auch, die oft gern nach Medaillen abrechnet, natürlich akzeptieren, dass künftig vielleicht auch Leute von uns künftig Medaillen für Sachsen einfahren. Ja? Oder dass halt ein Julian Reuß streng genommen eine Medaille für Nordrhein-Westfalen einfährt. Ja? So, das ist aber so. Ich glaube tatsächlich, dass diese Spezialisierung trägt dem Rechnung, weil einfach die Ressourcen begrenzt sind. Und natürlich würden wir uns das ein oder andere auch als Sportart mehr wünschen. Manchmal ist das noch nicht mal Geld. Geld ist relativ gut, vielleicht sogar im System drin. Manchmal sind das die Kleinigkeiten, die es einfacher machen. Das ist der Zugang zu den Sportstätten, manche komplizierteren Sachen, die einfach vielleicht vermeidbar wären. Gerade Athleten, wenn sie aus dem sehr, sehr gut strukturierten System Sportgymnasium raus sind, im Studium sind, in der Berufsausbildung, um dort eben wirklich sehr flexibel ihren Sport machen zu können. Und ich würde einen Punkt auch nochmal ansprechen. Zum Beispiel Thüringen hat mit der Sportfördergruppe der Polizei eine ganz tolle Einrichtung, die Thüringen für sich definiert hat. Wir haben aber auch eine Verantwortung als Fachverbände, in dem Fall auch als Leichtathletikverband, dass natürlich auch diese Stellen, die ja limitiert sind, mit den besten Leuten besetzt sind und dass die auch tatsächlich ernsthaft ihren Leistungsauftrag erfüllen und nicht die Vorteile nutzen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann auch schön durchkommen. Weil das ist dieser Anspruch, den wir natürlich auch definieren müssen. Und genauso gilt das für alle Strukturen, die leistungssportfördernd aufgebaut sind, bis hin zum Sportgymnasium. Das natürlich wichtig ist, dass es immer noch die Elite-Schule des Sports auch bleibt, wo der wirklich alles an dem sich orientiert, der Leistungssport mit Leib und Seele macht. Ja? Und nicht wirklich in der Mehrheit sich daran orientiert wird, dass vielleicht etliche diese schöne Struktur Sportgymnasium nutzen, um dann aber eigentlich ab einem bestimmten Zeitpunkt keinen ernsthaften Leistungssport mehr zu machen, sondern einfach in einer sehr guten Rahmenbedingung zu einem vernünftigen, gestreckten Abitur zu kommen. Ja. Da muss man auch aufpassen, das sagt man auch so ganz ehrlich, das ist, darf man nicht verallgemeinern, ich glaube, aber das sind Sachen, da müssen wir alle, haben wir eine Verantwortung. Wir als Verband, alle Strukturen, auch der Landessportbund, auch die Sportgymnasien, wir alle gemeinsam und der müssen wir uns stellen. Zum Hochleistungssport, Herr Röhler, gehört ja leider auch immer wieder das Thema Doping. Letzte Woche gab es harsche Kritik am Umgang seitens des ESB mit dem Thema in der Vergangenheit. Nehmen Sie das wahr oder schiebt man das so beiseite, diese Diskussion? Ja, zum Thema Doping nimmt man meistens den Weckruf morgens um 6 wahr.
der regelmäßig passiert. Das sind übergeordnete Strukturen, das sind Geschichten, die man als Athlet schwer beeinflussen kann, wo man sich aber auch bewusst sein muss, dass man da als mündiger Athlet natürlich schon Einfluss nehmen kann oder auch muss stellenweise. Wir haben genug Diskussionen um den sauberen Sport. Viele Sportarten haben ein sehr, sehr tiefes Tal beschritten, was das anging, klettern langsam wieder bergauf. Die Leichtathletik hat auch viel getan, um ihren Weltverband in gewissem Maße aufzuräumen, um die Strukturen zu verbessern. Wir haben den Ausschluss von Russland, wo jetzt langsam die Ethikkommission und Tests ergeben haben, dass immer mehr Athleten wieder freigegeben werden unter neutraler Flagge. Solche strukturellen Probleme lösen sich nicht von heute auf morgen. Dem sind sich die Athleten bewusst. Uns geht es darum, egal gegen was auch immer von Superroboter da manchmal rumläuft, immer wieder zu gewinnen. Das ist der Anspruch, den man als Athlet hat. Man will einfach keine Medaille per Post haben. Man will aber auch keinen sportlich unfairen Wettkampf. Das heißt, da sind Strukturen gefragt. Und ich glaube, in Deutschland sollten wir da nicht zu tief in die Vergangenheit graben. Da sind wir auf einem aktuell sehr, sehr guten Niveau. Und da gibt es weltweit aktuell wirklich wesentlich wichtigere Probleme, als vergangene Akten aufzuarbeiten und zu schauen, wer hat da Unrecht getan. Ich glaube, da ist es wirklich wichtig. Der Sport entwickelt sich, die Leistungen entwickeln sich, der Mensch entwickelt sich voran. Ich glaube, da muss das Gute einfach schneller sein als das Böse. Also in dem Moment auch der Hauptgeschäftsführer im LSB kein Problem jetzt für Sie? Für mich ist er kein Problem. Ich weiß, worauf das anspielt. Das ist für mich eine Struktur, die NADA und der LSB, ich weiß nicht, in welcher Art und Weise sie überhaupt zusammen haben. Deswegen sage ich ja, da geht es für mich nicht ums Zurückblicken, da geht es für mich ums Vorausblicken, ums Schauen, wie sind die aktuellen Strukturen. Und da weiß ich, dass wir in Thüringen Kontrolleure haben, da weiß ich, dass Thüringer Veranstaltungen super durchkontrolliert sind. Da weiß ich auch, dass all unsere Spezialmeetings von der NADA begleitet wurden. Das heißt, das aktuelle Geschäft läuft dort sehr, sehr gut und ich glaube, das sollte die Hauptaufgabe sein. Herr Kulbio, was meinen Sie zu diesen immer wiederkehrenden Diskussionen rund um den LSB? Ja, das ist ein schwieriges Thema. Ich glaube tatsächlich, dass man den LSB auch nicht auf diese Diskussion verkürzen darf, weil der LSB ist halt der Dachverband des organisierten Sports. Und Thomas hat eins schön beschrieben, wir sind, man muss das wirklich auch im zeitlichen Kontext sehen. Ja, und jetzt, ich glaube, das kann jeder, der heute im Leistungssport tätig ist, auch vor allem eben als Athlet, das Thema Anti-Doping bzw. Doping, jetzt egal von welcher Seite man sieht, das beschäftigt dich tagtäglich mit unangekündigten Kontrollen, mit permanenten Melden über die Adams, wo du dich befindest. Ich meine, ich sage es ja immer manchmal ein bisschen salopp, das sind ja schon eine Art elektronische Fußfesseln, die man dort schon ein bisschen hat, damit einfach jederzeit möglich ist, dass sichergestellt ist, dass die Athleten heute sauber trainieren und ihre Leistung tatsächlich sauber erbringen. Da ist Deutschland sehr vorbildlich und da kann ich das von Thomas nur unterstreichen. Richtig ist natürlich auch, dass man Zukunft auch immer mal mit einem Blick in den Rückspiegel gestalten muss. Das gehört auch dazu. Ja. Das ist dann wieder das Problem, nicht, sondern die Herausforderung von einfach Dachverbänden, die natürlich auch Sportpolitik machen und sportpolitische Verantwortung tragen. Wichtig ist aber, dass das in Zukunftsgerichtete dort überwiegt, das ist das Entscheidende. Und ich glaube, wenn Sie mir den einen eine Anmerkung erlauben, man muss immer aufpassen, das ist dabei dann das Wichtige. Vielleicht wird an der einen oder anderen Stelle dort nicht ganz glücklich agiert, aber man muss natürlich auch aufpassen, dass man Verdienste Einzelner oder Leistung, Lebensleistung Einzelner nicht auf das eine reduziert. Manchmal muss man das in der Gesamtheit einfach betrachten. Ich glaube, alle Beteiligten täten gut dran, in der ganzen Sache auch vielleicht etwas glücklicher zu agieren, manchmal auch zu kommunizieren. Alle Beteiligten meine ich tatsächlich auch den LSB. Manchmal ist aber auch Einzelne äußern sich aus meiner Sicht auch einfach zu sehr nur auf den Mann. In dem Fall darf man Mann sagen, ja, weil ich tatsächlich sage, auch das ist dann auch zu einfach. Weil es sind immer systemische Fragen und die muss man im Kontext sagen. Da gehört auch eine historische Betrachtung dazu. Ich glaube, die ist auch der LSB, denke ich und hoffe ich, bereit zu stellen.
daran muss er, lässt er sich auch sicherlich messen. Aber wichtig ist, dass es für die Zukunft ist es gut aufgestellt und insgesamt muss man es wirklich einbinden in eine Gesamtleistung, die insgesamt erbracht wird. Das ist, glaube ich, dabei sehr wichtig und manchmal wird da unglücklich kommuniziert. Herr Jakobi hat es angesprochen, dieses ADEM-System, wo man angeben muss, zu welcher Minute man sich wo befindet. Wie oft werden Sie denn eigentlich kontrolliert im Monat beispielsweise? Das ist schwer auf den Monat. Dadurch, dass es ja zufällige Kontrollen sind, ist es manchmal morgens um 6 und abends um 8 gleich nochmal oder am nächsten Morgen. Da gibt es verrückte Sachen. Insgesamt im letzten Jahr beispielsweise hatte ich 33 Kontrollen, Trainings- und Wettkampfkontrollen. Das heißt, das ist schon eine ganze Menge. Ich kann mir vorstellen, wie jetzt die Antwort ausfällt auf die Frage. Ihr Vorgänger als Olympiasieger Nils Schumann hat ja die Freigabe von Doping gefordert. Was halten Sie davon? Nein? Ja. Ja, ich weiß nicht, wie er sich als Fitnesscoach definiert, gesundheitsschädliche Dinge zu empfehlen für die Sportart. Ich sehe da wirklich das gesundheitliche Problem im Vordergrund und wir wollen keine maschinären Leistungen, wir wollen, glaube ich, menschliche Leistungen, die der Mensch versteht. Und wir müssen weg von dem, jegliche Höchstleistung wirklich zu hinterfragen oder hinterfragen zu müssen. Manche Leistungen sind so gut, dass man sie sich nicht vorstellen kann. Und wenn ich jetzt auf den Marktplatz gehe und gebe den Leuten einen Speer in die Hand, dann werden wir keinen finden, der 80 Meter schafft. So irre wirkt dann manchmal manche Höchstleistung. Aber genau das ist es, was, glaube ich, den Sport auszeichnet. Das sollte wirklich aus dem menschlichen Körper kommen, so wie er geboren wird und so wie er trainiert wird und nicht so, wie wir ihn zurechtzaubern. Fängt an bei Dingen, die wir einnehmen, geht aber viel, viel weiter. Methoden, die angewendet werden, Operationen, die durchgeführt werden, um irgendwelche Sehnen einfach mal doppelt so stark werden zu lassen, als sie müssen. Dann können wir auch irgendwann gegen Roboter antreten und das wollen wir natürlich alle nicht. Wir wollen, glaube ich, wirklich den Wettkampf des Menschen, so wie wir ihn aus der Antike kennen. Da gab es all das noch nicht. Da wurde sich zwar auch schon irgendeine Paste irgendwo hingeschmiert, aber ich glaube, das war noch nicht so, dass wirklich sich gesamte Wissenschaften mit dem Bösen des Sports dann auseinandersetzen mussten. Deutsche Meisterschaften kontrolliert die nationale Anti-Doping-Agentur. Leichtathletikhalle, wo wird es dann sein, die Kontrollen, wo finden die dann immer statt? So was weiß. Ja, ich glaube, das wird in der Leichtathletikhalle, ist das mit eingerichtet und wird dort sein. Glauben Sie, dass die Meisterschaften gerade Thema Nachwuchsgewinnung vielleicht einen Schub geben können oder wäre das zu blauäugig? Naja, ich habe das vor kurzem schon mal gesagt, wegen der Meisterschaft werden wir nicht auf einmal 200 mehr Kinder und Jugendliche in den Sportvereinen haben, die Leichtathletik treiben. Ich glaube, die Meisterschaft hat mehrere Facetten, die für uns gut sind. Das eine haben wir eben schon gesagt, dass wir in der Öffentlichkeit, im öffentlichen Fokus einfach auch nochmal über Leichtathletik reden und diskutieren können. Und dass man auch diese natürlich wunderschöne Sportart entsprechend auch darstellt. Das zweite ist auch unser Zusammenhalt, auch dieser Thüringer Sportfamilie und auch der Leichtathletik, die sich hier nochmal an so einem Großprojekt wie so einer deutschen Meisterschaft wirklich manifestiert. Natürlich fällt auch eine neue Bahn für uns ab, die vielleicht ohne Meisterschaft, da machen wir uns nichts vor, so nicht gekommen wäre. Also auch das ist natürlich hier für die Erfurter Leichtathletik wertvoll. Es sind so viele kleine Faktoren, die dabei positiv sind. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir die deutsche Meisterschaft hier haben, aber es ist uns insgesamt wird sie auch für die Leichtathletik einen positiven Impuls geben, aber nicht messbar jetzt sofort in Mitgliedszahlen. Aber wenn Sie mal nicht mit dem Speer werfen, fotografieren Sie gern und eines Ihrer größeren Hobbys noch ist Fliegenfischen. Zum Fotografieren kommen Sie sicher öfter. Wie ist es denn mit dem Angeln? Das funktioniert auch. Erst gestern Abend schon mal wieder ein bisschen dem Hobby nachgegangen. Es ist natürlich, der Leistungssport erfordert auch, dass man lernt, sich bewusst zu regenerieren und bewusst nicht zu trainieren. In dem Bereich, wo ich mich mittlerweile bewege, ist häufig das Nicht-Trainieren leistungsfördernder als das Trainieren sogar. Die mentale Entspanntheit in der Saison und da sind natürlich solche Hobbys sehr, sehr angenehm. Nichtsdestotrotz bin ich sehr, sehr viel auf Achse. Wenn, dann hat man vielleicht mal die Reiseroute im Gepäck, wo es denn möglich ist, zwecks Lizenz und, je nachdem, wo das Hotel gelegen ist, kann man mal rausgehen. Da macht sich das Fotografieren natürlich wesentlich einfacher. Das ist ein Hobby, dem man überall nachgehen kann. Aber insgesamt bin ich schon immer auf der Suche nach der Natur, ein bisschen in der Erholung. Und wenn es denn die Zeit zulässt, dann bemühe ich mich auch rauszukommen. Und was gefangen gestern Abend? Was gefangen, aber es schwimmt alles noch. War noch zu klein für die Runde. Okay. Und auf die Meisterschaften zu kommen, wird Gold geangelt? Wird oder ist auch die Weite entscheidend?
Es wird auf alle Fälle der Köder nach Gold ausgeworfen. Mhm. Einfach Projekttitelverteidigung steht an. Andererseits bewegen wir uns Richtung Highlight. Wir haben im Sperrwurfkader schon ein bisschen diskutiert. Viele bereiten sich nochmal ganz explizit dann Richtung London vor. Das heißt, wir werden abwarten, wie denn all die Tagesformen einzuschätzen sind in Erfurt. Und wir schauen natürlich auch noch auf die Laufbahn, die viel zitiert wird. Für uns ist es der entscheidende Punkt. Die gesamte Impulserklärung, die ich vorhin gemacht habe, die funktioniert nur, wenn der linke Fuß, sprich das Stemmbein, wirklich da steht, wo wir ihn hinsetzen und dann nicht rutscht. Und deswegen schauen wir ganz, ganz kritisch, was die Jungs da unten machen, ob das alles gut funktioniert. Und wenn das alles passt, dann kann es auch in Erfurt noch mal weit gehen. Dafür wünschen wir alles Gute, viel Erfolg. Bedanken Schön. Uns sehr herzlich, dass Sie heute hier waren, unsere Gäste waren, auch wenn es sehr warm war. Aber schönes Wetter kann der Leichtathletik gebrauchen. So ist es. Viel Erfolg bei der Organisation in den letzten Zügen der Meisterschaft. Und wir bedanken uns sehr herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Plätze fertig im Steigerwaldstadion.